Ralf Bohlmann hier. Bevor ich auf unser heutiges Thema komme, hier wieder der Hinweis auf meinen Partner Coro. Du weißt schon, bei Coro bestellen wir haltbare Lebensmittel. Wir haben kurz vor Weihnachten wieder ein Paket bekommen. Dieses Mal haben wir ein paar neue Sachen ausprobiert. Zum Beispiel Soja-Protein-Crispies mit 60% Eiweiß. Ist eine ziemlich gute Idee, wenn man gern Müsli zum Frühstück mag und auf Cerealien verzichten möchte. Haferflocken haben knapp 60% Kohlenhydrate. Die Soja-Crispies von Coro haben 60% Eiweiß. Ist eine ganz andere Nummer. Oder Edamame-Bohnen, geröstet und gesalzen, habe ich als Snack bestellt. Anstatt Chips oder Cracker. Und mit über 40% Eiweiß. Ich mag die sehr. Wir haben auch zum ersten Mal Futter für unseren kleinen Hund bei Coro gekauft. Das Premium-Nassfutter ohne Getreide. Ich wusste gar nicht, dass Coro da auch was hat. Und zwar mit dem gleichen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch wie immer bei Coro. Es lohnt sich wirklich, da mal zu stöbern. Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods kennst du sicher. Und die haben noch sehr viel mehr auf Lager. Ich mag die Qualität, die fairen Preise und die Idee, dass auch die Umwelt und auch die Produzenten sehr gut damit fahren. Schau da mal vorbei bei corodrogerie.de und vergiss nicht den Rabattcode RALF, R-A-L-F, für 5% Rabatt auf deine Bestellung. Zum Thema von heute. Wenn du so wie ich zuletzt mehr Ausnahmen zugelassen hast als sonst, dann hast du jetzt eine kleine Herausforderung. 3-4 Tage genießen ohne Einschränkungen, die reichen schon aus, um sich dran zu gewöhnen. Das geht leider ziemlich schnell, oder? Wenn du das die gesamte Adventszeit so gemacht hast, ach komm, jetzt ist Advent, jetzt ist es auch mal okay, die Kekse zu probieren, die Schokolade, die Pralinen, dann kommen da ziemlich viele Gelegenheiten zusammen, wo du einfach mal zugegriffen hast. Nach dem Motto, was soll's? 4-5 Wochen lang, 2-3 Mal am Tag der Griff in die Schublade, dann hast du vielleicht 50 oder sogar 100 Mal die Karte gezogen, auf der steht, naschen ist okay. Und die Karte liegt jetzt ganz vorn in deinem Gewohnheiten-Karteikasten. Erinnerst du dich an das Bild? Gewohnheiten sind wie Karteikarten in einem Kästchen. Auf den Karten steht ein bestimmtes Verhalten, wie zum Beispiel ein Glas Wasser trinken, wenn du durstig bist. Oder eine Flasche Bier öffnen, wenn du durstig bist. Und jedes Mal, wenn du das tust, was da drauf steht, dann ist es so, als würdest du die Schrift mit einem Kuli nachziehen. Jedes Mal wird die Schrift dicker und lesbarer und die Karte kommt weiter nach vorn in deinem Karteikasten. Wenn du etwas einige Zeit lang nicht regelmäßig tust, wandert die Karte weiter nach hinten und die Schrift verblasst ein wenig. Wenn du in der Weihnachtszeit viel genascht hast, dann ist die Karte in deinem Gewohnheitenkästchen ziemlich weit vorn und die Worte »Naschen ist okay« sind überdeutlich zu lesen. Und wann immer die Gelegenheit sich bietet, wenn du hungrig bist oder müde oder gelangweilt oder genervt oder wenn dir jemand was anbietet, dann siehst du als erstes die Karte mit der Aufschrift »Naschen ist okay«. Es gibt immer noch eine Karte, auf der steht »Nein, danke« oder »Ich nasche nicht«. Aber die ist in den letzten Wochen immer weiter nach hinten gewandert und die Schrift ist etwas verblasst. Wenn du jetzt, so wie ich, wieder besser essen willst, weniger Ausnahmen machen willst, weniger naschen, mehr gesunde Lebensmittel, dann besteht die Herausforderung darin, das wieder zu deiner üblichen Nummer 1 Gewohnheit zu machen. Die Karte wieder ganz nach vorn zu platzieren und die Naschen ist okay Karte wieder weiter nach hinten wandern zu lassen. Und wie machst du das? Indem du das tust und dich daran hältst. Ich verordne mir jetzt sofort wieder 0 Ausnahmen. Für ein paar Tage darf ich dafür auch tatsächlich etwas Willenskraft aufbringen. Und ich gebe offen zu, dass es mir etwas schwerfällt. Noch liegt überall Süßkram herum. Und wenn ich etwas sehe, dann blinkt kurz das Naschen ist okay Zeichen auf. Und dann darf gleich die rote Flagge hochgehen. Stopp, nein danke oder ich nasche nicht. Das dauert ein paar Tage. Ein paar Tage lang darfst du da wirklich aufmerksam sein und gleich richtig reagieren, wenn sich eine dumme Gelegenheit ergibt. Nein danke, ich nasche nicht. Es dauert aber auch nicht ewig. Die alte Karte ist ja noch da und sie war ja auch nicht ewig verschollen. Wenn du das ein paar Tage lang durchziehst, dann bist du schnell wieder in der Spur und der gute alte Reflex ist schon wieder da. Je eher du damit anfängst, umso leichter wird es dir fallen und umso schneller fühlst du dich auch wieder willensstark. Jetzt noch zu warten bis Neujahr zum Beispiel, macht es dir unnötig schwer. Denn Neujahr ist am Freitag und dann kommt noch ein Samstag und noch ein Sonntag. Das dauert alles viel zu lange. Dann lieber jetzt schon Gas geben und von mir aus
in der Silvesternacht eine kleine Naschunterbrechung einlegen. Wer jetzt bereits die besseren Gewohnheiten einübt, der muss sich im neuen Jahr damit gar nicht erst rumschlagen und liegt am 4. oder dann am 11. Januar schon uneinholbar vorn. Schlank und fit ins neue Jahr geht genau jetzt in die nächste Runde. Bist du dabei? Let's go! Bis die Tage. Dein Ralf Bohlmann.